Wenn die Natur ein Unternehmen gründen würde, wie würde das aussehen? Das Stehauf-Team beschäftigt sich seit 15 Jahren mit dieser Frage. Lernen von der Natur heißt das Motto. Aber wie funktioniert in der Natur eigentlich Wachstum? Das natürliche Wachstumsprinzip ist seit vielen Jahren erforscht und lässt sich anhand der Kaninchenpopulation erklären. Bekanntlich vermehren sich Karnickel unglaublich schnell. Nahezu monatlich erwarten sie Junge. Das wusste auch Leonardo Fibonacci, der im Jahr 1200 das Wachstum einer Kaninchenpopulation beschrieb. Die Wachstumsrate war zwar schon vorher in der Antike sowohl den Griechen als auch den Indern bekannt, doch seine Erkenntnisse sind der Welt bis heute als Fibonacci-Experiment in Erinnerung geblieben. Das erste Kaninchenpaar erwartete nach einem Monat Nachwuchs. Nach einem weiteren Monat war dieser Nachwuchs bereits selber groß geworden, doch die Eltern erwarteten wieder Nachwuchs und brachten ein weiteres Kaninchenpaar in die Welt. Nach 3 Monaten dasselbe Spiel. Die Eltern warfen ein junges Pärchen, ihr erster Nachwuchs wurde zum ersten Mal Eltern und das dritte Paar war zwischenzeitlich geschlechtsreif. Nach 4 Monaten lebten 5 erwachsene Kaninchenpaare im Stall, wovon 3 abermals Nachwuchs bekamen. Mathematisch betrachtet lässt sich die Fibonacci-Folge so beschreiben. Im ersten Monat gab es keinen Nachwuchs. Dann ein Pärchen, dann 2, 3, 5, 8. Ja, schon nach einem Jahr, also 12 Monate später, zählte Fibonacci mit einem Mal 89 frische Kaninchenpaare. Mit dieser Folge scheint Fibonacci eine Art Wachstumsmuster in der Natur entdeckt zu haben. Interessant dabei ist, dass 2 aufeinanderfolgende Zahlen zusammengezählt in Summe jeweils die nächsthöhere Zahl ergeben. Darüber hinaus stellte Fibonacci fest, dass 2 aufeinanderfolgende Zahlen jeweils um das 1,6-fache höher sind. Je weiter die Fibonacci-Folge fortschreitet, desto mehr nähern wir uns dem Proportionsmaß 1 zu 1,618. Dieser Faktor ist uns bekannt unter dem Namen goldener Schnitt. Der goldene Schnitt als sogenanntes natürliches Proportionsmaß ist uns nicht nur in der Natur bekannt, er wird auch in der Kunst eingesetzt, in der Architektur oder im Produktdesign. Im Grunde überall da, wo man die Schönheit der Natur kopieren möchte. Tja, Mathematik begegnet uns also nicht nur im Schulunterricht. Leonardo da Vinci sagte bereits, das Buch der Natur ist in mathematischer Sprache geschrieben.